Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shakes and Fidget. Ja, yeah, das Experience-Wochenende ist vorbei und es hat sich tatsächlich so unglaublich viel getan, dass es sich sehr lohnt, eine Episode heute zu machen. Aus meiner Sicht aus ist es nicht allzu spannend, denn ich bin gerade hier brav in der Stadtwache, weil ich mein Alu schon für heute verballert habe. Auch ich habe unglaublich Gas gegeben die letzten Tage. Das werden wir gleich sehen. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Ich muss mal wieder irgendeinen von den Plätzen weiter hinten angreifen. Wie zum Beispiel den hier. Damit ich nämlich wenigstens mein Sammelalbum weiterfülle. Ich komme langsam vorwärts. 56%. Es wird. Das mache ich nämlich immer brav nebenbei noch von der Stadtwache. Das ist das Schöne, weil der Spiegel ist ja seit letzter Episode auch endlich fertig. Und so weiter. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich nur noch 1 Million Gold habe. Das war bis gestern sogar noch auf 20.000 runter. Ich habe nämlich seit langem mal wieder ein bisschen geskillt, habe unglaublich viel in Intelligenz gesetzt. Alleine ein Punkt kostet mich mittlerweile 84.000 Gold. Das ist krank. Just saying. Und ja, das Wichtigste, ich bin Stufe 161, meine lieben Freunde. Und das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, in der letzten Episode war ich noch Level 155. Trotz Levelbremse so krass Gas gegeben. Deswegen, na, wenn allein ich auf dem hohen Level schon 6 Level schaffe, habe ich gesagt, muss es einfach machbar sein, dass die ganze Gilde mal ein bisschen Gas gibt. Und das hat sie auch getan. Und genau das wollen wir uns jetzt nämlich angucken. Wir haben auch einen Raid, aber ich befürchte, den schaffen wir nicht. Denn ich glaube, dass leider unser MacD sich nicht angemeldet dazu hat und dementsprechend wir das nicht packen werden. Denn ihr seht ja selbst, der erste Gegner ist schon auf Stufe 96. So langsam, aber sicher werden wir, also sogar ziemlich sicher, werden wir die nächsten Raids erst schaffen, wenn mindestens die ganze Gilde Level 100 ist. 50 Leute auf Level 100, das muss man auch erstmal schaffen. Aber darauf wird es wohl oder übel auf Dauer hinauslaufen. Denn die Gegner sind gen Ende so stark, die packe ich ja selber noch nicht einmal mehr. Gut, man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt durch das Level-Wochenende eine richtig krasse Entwicklung in der Gilde gehabt. Vor allem auf der Seite von den Leuten, die fast Level 100 waren und jetzt halt weit über Level 100 sind. Das ist sehr gut. Die ganze erste Seite von der Gilde ist mittlerweile auf Level 100, was mich sehr freut, was auch bitter nötig ist und war. Aber das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ich habe ja gesagt, dass jeder, der bis 55 es nicht schafft, also bis heute, an diesem Montag, wo ich es gerade aufzeichne, in die Wolfpack 2 oder 3 Gilde verfrachtet wird. Das haben wir auch teilweise schon gehandhabt, nur Psyker, glaube ich, ganz am Anfang, den haben wir noch nicht getauscht. Wird aber dann bei Zeiten noch passieren, denn da gibt es nämlich einige Leute, wie vorhin gerade gesehen, Angel Wings, der ja selbst, glaube ich, nur Level 45 war und das Experience-Wochenende genauso genutzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe und jetzt weit über 55 sogar ist. Das wollte ich, dass das erreicht wird, aber was mir auch sehr wichtig war, dass auch die Leute im 100er-Bereich richtig krass Gas gegeben haben. Das werden wir auch gleich sehen. Am Bodo kann ich es am besten zeigen, weil ich da genau weiß, welches Level er vorher war. Und so weiter. Ich kann hier mal ein bisschen durchklicken, weil ich glaube, das wird hier jetzt erstmal über längere Zeit nichts. Da werden erstmal hier ein paar Leute fallen, leider. Immerhin schaffen werden wir es nicht. So, Bodo ist Level 97, der war vor dem Level Experience Wochenende 89. Also auch er hat 8 Level geschafft übers Wochenende. So stelle ich mir das vor. Und jetzt hat es bereits so, Bodo ist quasi der Einzige, der jetzt noch so fehlt bis zu 100, kommen nur noch Level 100er. Das ist verdammt gut und auch verdammt nötig. Aber ob es dann dafür für einen Raid gleich reicht, ich bezweifle es. Absurdistan ist ein richtig hartes Pflaster.
Wäre natürlich blöd, wenn McD sich am Ende echt nicht mehr angemeldet hat. Also ich weiß den aktuellen Stand nicht. Eine Stunde vor Raid-Beginn war er noch nicht angemeldet. Wäre halt eine krasse Goldverschwendung. Wären halt 1,1 Millionen Gold mal eben weg. Wenn man den Raid nicht schaffen würde. Naja, jetzt gucken wir mal. Vielleicht konnte sich die Gilde ja so irgendwie entwickeln übers Wochenende, dass man das sogar packen könnte. Aber da bin ich mir jetzt nicht so genau sicher. Basilisk! Ja, also mal wieder einer der etwas neueren Gegner, aber dass alleine hier noch 6 Leute sind, die und noch kein Boss steht, das macht mir Sorgen. Schattenkobra ist auch nicht letzte, das wird glaube ich nix. Frozen Beats auch mittlerweile 105. Da kommt der Wolf und ich glaube, dass danach leider kein McD mehr kommt, oder? Oder hat er es noch rechtzeitig geschafft? Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja! Er hat's noch geschafft! Nice! Alter Verwalter! Woo! Das war wirklich geil. Wie gesagt, eine Stunde vor Raid-Beginn nicht angemeldet gewesen. Eieieiei, das wäre jetzt sehr spaßig gewesen. Super Assassin ist der Boss also hier in diesem Raid. Das hätten wir niemals geschafft. Das Skeet haut wenigstens auch ordentlich jetzt schon rein. 130. Kimmel ist unfassbar, wie er Gas gibt. 137. Bin ich auch sehr schwer beeindruckt. Dachte so, oh oh, nicht, dass ich noch eingeholt werde, aber die Levelbremse kommt ja erst ab 150. Dann wird das etwas längerwierig. Es würde aber knapp werden. Ich sag mal so, ich kann die Schattenkobra jetzt vielleicht so gerade so besiegen. Gerade so. Aber den untoten Zombie dann schon sehr wahrscheinlich nicht mehr. Vom Boss, glaube ich, brauchen wir erst recht nicht mehr reden. Obwohl, er macht verdächtig wenig Schaden selbst an mir. Den packe ich, glaube ich, sogar noch. Ja, den packe ich sogar doch. Nice. Aber für einen Super Assassin, das ist er, den, also der Super Assassine, für den er es nicht gereicht. Aber da haben wir Gott sei Dank McD, der jetzt auch Stufe 270 endlich erreicht hat. Und der wird Gott sei Dank Super Assassin besiegen, aber zieht sich auch ganz schön. So ist es ja jetzt nicht, ne? Und bam! Endlich liegt auch der Boss am Boden. Blut strömt aus dem Kadaver. Es riecht nach Tod und Verderben. Über Leichen, kein Zweifel. Ihr spielt ein Killerspiel. Mensch, nicht, dass wir noch Amok laufen. So. Damit haben wir das geschafft. Unfassbar geil. GW an die Gilde GZ, ja. Und oh, Bonus wieder Seite 1. Ach ja, stimmt. Ich hab ja Big Kev degradiert. Big Kev, ne? Nichts gerissen. Nichts gerissen. Degradiert in Wolfpack 3. Damit die langsam mal wenigstens, dass er sich zu den Kämpfen anmeldet. Dass da etwas mehr Ehre gesammelt werden kann. Ansonsten super Sache, wir haben es geschafft, bin schwer begeistert. Also Bodo, wenn der Bodo jetzt noch anzieht, dann haben wir wirklich endgültig die komplette Seite 100. Aber ihr seht es selber, es hat sich unglaublich viel getan übers Wochenende. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ich sehe gerade, wir können gerade einen Live-Ausbau machen. Zack, Goldbonus, einfach mal raufhauen. Dann haben wir da auch schon Stufe, also 122% Boni. Das Ganze können wir jetzt noch dreimal ausbauen, also wenn ihr noch eure Gratispilze habt von den lustigen Fernseher- oder Videos, dann steckt sie mal noch rein, damit wir diese Stufe auch endlich ausgebaut haben. So, ansonsten, also schlechtester ist halt eben der Psyker im Moment mit Stufe 52 und danach haben wir hier, also hier zum Beispiel, ja gut, Agent Wing doch nicht so weit über 55, aber genau 10 Level geschafft übers Wochenende, das hätte jeder schaffen können. Und ja, ich denke mal, da werden wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Wechsel beantragen. Psyker vielleicht in Wolfpack 2 oder 3 dann nochmal zurück. Das gucke ich mir dann aber nachher nochmal in Ruhe an. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass das ordentlich geklappt hat. So kann man weitermachen. Ich denke, dann fast einen Raid können wir noch ansehen. Einer könnte noch gehen, glaube ich, oder? Einen packen wir noch. Das Knochenschloss. Den werde ich aber nicht jetzt ansetzen. Das ist schon ein bisschen spät. Den werde ich dann morgen Mittag ansetzen. Und, achso, das Level 7 kann ich jetzt erstmal hier streichen. So. Also, kommendes Wochenende ist das Epic Event.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das heißt, ich habe nicht nachgelesen, ob man jetzt am Wegrand Epics findet oder dass jetzt die Waffen und Zauberläden Epics haben. Ja, werden wir zum Wochenende schon sehen. Und ja, das ist also dann ganz wunderbar. Ich gucke mal, wir haben mittlerweile auch Rang 134 erreicht, also Gildenkämpfe laufen jetzt auch richtig gut. So langsam merkt man, dass es sich zieht. Das letzte Mal sind wir irgendwie nur ein paar Plätze nach oben gerutscht und nicht mehr so groß, weil man merkt auch, wenn man jetzt in die Top 100 will, wir haben jetzt gerade 2300, wenn man in die Top 100 will, braucht man schon satte 3100. Also das zieht sich schon noch ganz schön, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das noch zu schaffen. Ich muss mir dann nochmal in Ruhe angucken, ob ich irgendeine Gilde finde, die aus unserer Sicht vielleicht zu schlagen ist, was sehr schwierig ist mittlerweile, weil alle in dem Bereich, ihr seht ja schon mal teilweise Leute mit Stufe 300, was echt krass ist. Und das kann MacD dann auch nicht alles komplett alleine machen. Die Gilde sieht interessant aus. Das ist mehr als machbar. Aber drei Leute mit zwei... Nee, das ist zu riskant. Das sind drei Leute, das ist zu riskant. Und auch hier sind zu viele über 200. Da kann ich MacD nicht... So viel kann ich MacD nicht zumuten. Aber... Ich traue mir das nicht. Da braucht man echt mehr Leute dann in dem Bereich 150, dass man sowas mal angehen kann. Das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich suche da in Ruhe... Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Ich suche in Ruhe jemanden raus, was ich aber halt noch mehr anmerken wollte, weil wir halt jetzt eben hier auf Stufe 134 sind, sind unsere Leute von Wolfpack 3 nah dran auf Stufe 161. Da geht ganz schön was. Also die Jux geben auch ganz schön Gas. Ich bin eh schwer beeindruckt dafür, dass kein eigentlich wirklich sehr, sehr starker dabei ist, machen die Jungs und Mädels das hier echt verdammt gut. Und ja, etwas weiter hinten haben wir irgendwo Wolfpack 2. Da haben wir Wolfpack 2 auf 334, immerhin auch schon in den Top 400. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch hier haben wir etliche Leute wieder drin. Ja, hier Stufe 30. Da wäre übers Wochenende auch etwas mehr gegangen. Auch der Herr von Zombie hätte da mal ein bisschen mehr rausreißen können, ja. Aber ansonsten geht's ja langsam vorwärts. Gut, ich glaube, das war auch schon alles, was ich jetzt für diese Episode zeigen konnte. Ah, ne, ich habe noch ein paar Dungeons geschafft. Ich bin auf Etage 5 mittlerweile. Der Tipp in den Kommentaren, dass ich den Ausdauertrank noch einwerfen soll, hat tatsächlich gut funktioniert. Denn gegen den Panther habe ich allerdings jetzt keine Chance mehr. Da muss ich selber noch ein bisschen leveln und skillen. Gut, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zugucken, weiter fleißig sein und bis zum nächsten Mal.